name is Ondřej Osman, and I come from Prague, from Czech Republic. So Michael Mann, who will be translating me. You understood all that. That's alles verstanden schon, gell? Ondřej ist Architekt aus Prag, und ich werde für ihn seinen Vortrag übersetzen. And the story I came here is because I know Mrs. Jana Cohen, who helped me and who introduced me also to that place. Er ist durch Jana Cohen. Jana Cohen ist eine Therapeutin, die arbeitet hier in der Dorfgemeinschaft. Durch Jana ist Ulrich zu uns gekommen mit seinem Vortrag und seiner Ausstellung. And during last 5 years, I was studying in her school in Bratislava called Raphael Schule für anthroposophische Kunsttherapie. Und in den letzten 5 Jahren hat er ein Studium in anthroposophische Kunsttherapie in Bratislava bei Jana Cohen absolviert. And because here the sense of that place is to help people to be in a better state or better health, I choose that topic of the lecture. Also weil der Dorfgemeinschaft hier darauf ausgerichtet ist, die Gesundheit von Menschen zu fördern, aus diesem Grund hat er diesen Thema jetzt gewählt, um darüber zu sprechen, wie wirkt die Architektur heilend. Das hat er nicht gesagt, aber ich sage das dazu. Das ja. Danke. So I would like to begin with the Spruch of Rudolf Steiner, which has the intent or insight is something which goes together with the lecture, with the topic of the lecture. Er wird mit einem Spruch von Rudolf Steiner beginnen, und das Thema dieses Spruchs ist passt einfach mal zur Vortrag. Suchet das wirklich praktische materiale Leben, aber suchet es so, dass es euch nicht betäubt über den Geist, der in ihm wirksam ist. Suchet den Geist, aber suchet ihn nicht in übersinnlicher Wollust, aus übersinnlichem Egoismus, sondern suchet ihn, weil ihr ihn selbstlos im praktischen Leben, in der materiellen Welt anwenden wollt. Wendet an den alten Grundsatz, Geist ist niemals ohne Materie, Materie niemals ohne Geist, in der Art, dass ihr sagt, wir wollen alles Materielle im Lichte des Geistes tun, und wir wollen das Licht des Geistes so suchen, dass es uns Wärme entwickle für unser praktisches Tun. Der Geist, der von uns in die Materie geführt wird, die Materie, die von uns bearbeitet wird bis zu ihrer Offenbarung, durch die sie den Geist aus sich selber heraustreibt, die Materie, die von uns den Geist offenbart erhält. Der Geist, der von uns an die Materie herangetrieben wird, die bilden dasjenige lebendige Sein, welches die Menschheit zum wirklichen Fortschritt bringen kann, zu demjenigen Fortschritt, der von den Besten in den tiefsten Untergründen der Gegenwart Seelen nur ersehnt werden kann. I would like to begin with few thoughts of Rudolf Steiner. Ich möchte mit ein paar Gedanken von Rudolf Steiner beginnen. Because as you know, he was also connected very much with architecture design. Wie Sie wissen, war er sehr verbunden mit der Architektur und Design. And from the very beginning of his life,
he always wanted that also architecture has healing features, healing qualities. Und ganz vom Anfang an in seinem Leben wollte er immer das verwirklicht haben in der Architektur, dass es eine heilende Ausstrahlung hat auf den Menschen. This is a little model of the first Goetheanum, which he has made. Das ist ein kleines Modell der erste Goetheanum, die von ihm entworfen worden ist. And there you can see some of the main principles, what is healing on architecture. Und darin kann man die wichtigsten Principles. So, first is that there you can see duality. You can see two shapes. Hier kann man Dualität in zwei Formen sehen. Because Rudolf Steiner, he says that what is going on can go on only between two things. Er behauptet, dass das, was geschieht, nur passieren kann zwischen zwei duale Prinzipien. It is like between two people, something can happen. Zwischen zwei Menschen kann etwas geschehen. It is like between me and you, here is the space, and in that space can something happen. Es ist so, zwischen mir und Ihnen, da entsteht ein Raum, ein dazwischen, und in diesem Zwischenraum kann etwas geschehen. And also in that building, there are two spaces. Und in diesem Gebäude sind zwei Räume. There is a audience and a, how is it called? Stage. Diese zwei Räume, eines für den Zuhörer und der andere bildet der Raum für die Bühne ab. Because the first Goetheanum, it is the house for theater or house for lectures. Der erste Goetheanum war ein Haus, ein Gebäude für Vorträge und aber auch für Drama. So there is a space, the smaller space is the stage. Und der kleinere Raum ist für den für die Bühne gedacht. And the bigger corner, the bigger side is the audience side. Und der größere Raum ist für die Zuhörer gedacht. And the relationship between them create the atmosphere inside. Und die Beziehung zwischen diesen beiden Räumen schöpft eine Atmosphäre. And in the very middle, in the middle of those two spaces, there was a speaking place here. Und direkt dort, wo angezeigt wird, da war ein Sprachort. So on the right side you see the stage, on the left side you see the audience. Also da auf der rechten Seite liegt die Bühne und auf der linken Seite der Zuhörerraum. So the first principle is to work with duality, and you are looking for how close or how far it could be. And the erste Grundsatz ist, nochmal bitte, is the how close it can be, okay, or how far it can be. Ja, der erste Grundsatz ist zu schauen, wie nah es beieinander sein kann oder wie weit es auseinander sein darf. Yeah. And the second principle, which Rudolf Steiner was using, was the round shape, basically round or curved shapes, forms. Der zweite grundsätzliche Sache, die Rudolf Steiner implementiert hat, waren diese runde Formen. Because he was speaking that in our time, when everything is very industrial, we need some softness. Er sprach, dass in unserer Zeit, wo alles so industriell ist und hart, wir brauchten etwas Weiches. That's why he used for that building mainly very round shapes. Das ist der Grund, warum er für dieses Gebäude hauptsächlich runde Formen implementiert hat. And because you are mainly
students of Waldorf pedagogy who are coming from anthroposophical education. Weil sie hauptsächlich Waldorf-Studenten seit aus der Waldorf-Erziehung herkommen. I can also say that Rudolf Steiner was using concept of warm ether connected with round shapes. Yeah. Er hatte auch das Konzept der Wärmeäther benutzt in die Entwürfe. Also der Wärmeäther haben wir auch besprochen. Mm-hmm. So round shapes are creating also the warm soulish atmosphere. Ja. Die runde Formen schaffen gerade diese Wärmeäther-Atmosphäre in der Gebäude. So it was the year 1913, 20 September, when the basic stone of the first ghetto was grounded. Also 1913, 20. September, der erste Grundstein für das Goetheanum wurde gelegt. And I would like to mention, or I would like to show you some artistic principles which he has used. Und ich möchte gerne zeigen, einige artistische, künstlerische Prinzipien, die da involviert worden sind. Because you see that there are many forms, and when you look on them, you directly do not understand what they mean. Da sind viele Formen, und wenn man erstmal hinschaut, man versteht nicht, was sie bedeuten. And I would like to show you, for example, how Rudolf Steiner developed some plastic outside on the facade. Und möchte zeigen, wie Rudolf Steiner draußen auf der Fassade des Gebäudes manche. So you will be feeling how he was thinking. So Sie fühlen können, wie gedacht hat. Because he says that building, that theater, is very deeply connected with all forces which create human being. Dieses Theater, dieses Gebäude ist tief verbunden mit all den Kräften, die Schöpfungskräften der Menschen. And from outside, for outside facade, von der Außenfassade, he was using inspiration from forces which create unser body, our body, from inside. Okay. Für die Außenfassade war in Verbindung oder ließ sich inspirieren durch die Kräfte, die den Leib aufbauen, aber von innen her. So he was looking on the embryonal stage of our bodies. Er schaute auf die embryonale Entwicklung. And he was looking. He was looking on the movement of our blood and breathing. Ja. Er schaute auf die Bewegung des Blutes und der Atmungsvorgang. And in one of his lecture, he described how the heart is created in early embryonal stage. In einem von seinen Vorträgen schaut er, wie das Herz in der frühen embryonalen Entwicklung sich entwickelt. He was describing streams of liquids in embryonal stage. Er beschrieb strömende flüssige Vorgänge. In embryonal stage of embryo. Yeah. And from those movements, he created that shape. Und aus dieser Bewegung heraus hat diese Formen, die Sie jetzt hier sehen, kreiert. So this form came from his inner, inside looking. Und diese Form kam davon, von seiner Innenperspektive auf das Geschehen. And here you can see that those streams are more vertical.
Und hier kann man sehen, dass diese Ströme eher eine vertikale Qualität haben. But Rudolf Steiner, he wanted to transform them into more calm gesture. Into more calm gesture. Yeah, aber er wollte die verwandeln in eher ruhige Gesten. So he artistically metamorphed them, changed them into that form. So this it was vertical. That part was vertical. Yeah. And he make it like so. Ja, das war vertikal und jetzt er hat das horizontal angelegt und somit das Geschehen. He wanted to make the whole building a little bit gesture like come and stay and be here. Er wollte das ganze Gebäude, dass es diese Geste so äußert, dass so komm, sei hier in Ruhe in diesem Gebäude. So from outside he was using everything what is in an early stage in us inside. Also ganz von der Anfang an schaut er, dass er mal die Prinzipien, die der ursprünglich in der Embryonologie vorhanden sind am Anfang, dass sie hier verwirklicht wird in den Ausdruck des Gebäudes. So you see how big the building was. Sie sehen, wie groß das Gebäude war. And here are a few pictures from the inside. Hier sind einige Bilder vom Interior von innen. And inside of that building, he was using different principles. Und im Innenraum nimmt er Gründe. He was using different principles. Different. Opposite principles. Ja. Im Innenraum verwendet er gegensätzliche Prinzipien. He recommended or he says that for the plastic of the walls here inside, he is using inspiration from the forces which are creating human from very far away, from outside, from zodiac crafts. Hier in den Formen lässt es sich inspirieren durch die Kräfte, die aus der Peripherie herkommen, aus dem Umkreis. So the beauty of inside is created by forces which are from outside. Ja. Also das Schöne an der Innengestaltung ist inspiriert durch die Kräfte, die von außen, von der Peripherie kommen, im Gegensatz zu denen, die er verwendet hat auf der Außenseite, die von innen. And on heads of columns, he was using artistic plastic of forces of planets. Und auf die Säulen, auf die Kapitellen, die man sieht auf den Säulen, da benutzt er die Kräfte, die Planeten, und bringt die dort zum Ausdruck. And both outside and inside has this gesture together. This is the same. Outside is also that gesture, and inside you see it also. Also sowohl außen als innen, beide haben diese Geste. Und sie stärken. Er wollte sie verstärken. Das heißt, die kosmischen Kräfte wollte durch die Symbolik nach innen, also die Gestaltung des Innenraums, des Menschwerdung, Leibgeist, Seele, hat er nach außen projiziert, dadurch hat er die kosmischen Kräfte nach innen gelenkt und hat sie dadurch die Atmosphäre im Innenraum verstärkt. Ja. Okay. Spannend. Ja. Yeah. Yeah, because, you know, he was doing like, what is outside, I bring inside. And what is inside, I would like to show outside. So it was just an example how he was explaining, how he was thinking. And in that lecture, he was mainly speaking about the warm ether. Er war hauptsächlich in diesem Vortrag darüber gesprochen, über die Wärme-Äther. So here you can see
the model of the Festkehrtanum, and you see how all forms were very soft, very round. Wir sehen im Modell des ersten Goetheanums, und wir können auch sehen, wie die Formen sehr weich konturiert sind. And also he recommended to do the whole building from wood. Er hat vorgeschlagen, das ganze Gebäude aus Holz zu verwirklichen. And it was also the reason was that it is the material which is the closest to the human being. Er sagte, Holz sei das Material, der am nächsten ist. Because our closest word is the word of plants. Unser nächste Welt ist der Pflanzenwelt. Pflanzenwelt. And you know that Rudolf Steiner, when he was very young, he studied Goethe's research. Rudolf Steiner jung war, studierte er der goetheanistische Forschungsweise. So it is another feature or another quality of healing principles is the change of forms in the nature. Es ist nochmal eine Qualität der heilende Impulse, also diese metamorphosierende Formen in der Natur. And when Rudolf Steiner studied Goethe's science, he recognized that as the main principle. Und als Steiner Goethes Forschungsweise studiert hat, hat das erkannt. And Goethe, he was describing change of form in plant world. Goethe hat sich sehr damit mit Metamorphose in der Pflanzenwelt beschäftigt. So this is the first principle, that the beauty in architecture we recognize from the change of forms. Das erste Prinzip in der Architektur ist, dass wir die Schönheit in den Formen erkennen. Because that what we understand like a beauty of art or of architecture is change of forms. Das, was wir als Schönheit verstehen in der Architektur, sind die Metamorphosen von den Formen im Eins ins Andere. So this is the nature. This and is this the is the Natur. Abstract work of our activity. Yeah. Hier sieht man eine Metamorphose, die von Menschenhand gemacht worden ist, also die Formen. And even this is quite abstract or quite simple, this is the basic for organic architecture. Obwohl das sehr einfach, eine einfache Abstraktion ist, ist die Basis für die organische Architektur. Okay. And here is one more difficult metamorphosis. Hier ist nochmal eine schwierigere Metamorphosis. Where we can see also the force which is rotating. Hier können wir den Kraft beobachten, der sich eindreht. Das ist not here. It's only flat, round and hollow. Das ist hier nicht zu sehen, das ist also nur flach, rund und hohl. But here you see something more advanced. Hier sehen wir was eine fortgeschrittene Metamorphose. Which create so-called doppelte gebogene Fläche. Wie ist das in Englisch? Ja, doppelte gebogene Fläche. Ja, das brauche ich nicht übersetzen. Frag mich nicht. Mach weiter. Because that shape which is turning brings in architecture etwas movement. No, start this normal bit. Yes, that this force which is turning brings movement in architecture. Yeah. Diese Kraft, die sich dreht, also bringt die Bewegung in der Architektur. And I would like to show you a few examples of few projects.
in which I mention some principles. Jetzt möchte ich ein paar Beispiele vorführen und er wird einige Prinzipien da erläutern. So, for example, that's the project of the school. Zum Beispiel, das ist ein Schulprojekt. And that part is a kindergarten part. Und dieser Teil ist der Kindergarten. So, for small children up to age 7, so für kleine Kinder bis zum siebten Lebensjahr, it's much better to use round shapes, this is best soft shapes. Runde Formen zu benutzen. In the middle here is the basic school. Hier sehen wir mal die Grundschule abgebildet. And there is mainly combination of round shapes and a little bit straight shapes. Und hier haben wir eine Kombination in der Grundschule von runde Formen und gerade Formen. And in the end is the high school or Lyceum, which is more straight. Und hier in der Oberstufe, da sehen wir mal, die Formen sind eher gerade gehalten. So these round forms in kindergarten are more connected with our will. So diese runde Formen im Kindergarten sind sehr mit dem Willen verbunden. The middle part is our feeling. Im mittleren Bereich in der Grundschule sind die Formen verbunden mit dem Gefühl. It's a combination between straight and round or elliptic. Eine Kombination zwischen runde Formen und gerade Formen. And in the third stage of development between 14 and 21, it is more rectangular or straight. Ja. In der Oberstufe sind die Formen eher quadratisch, rechteckig. Ja. Das entspricht das Denken. And when we would speak about healing qualities of architecture, we should be speaking more in these two parts, round or combination. Wenn wir über die heilende Qualität der Architektur sprechen, dann sollten wir eher über das Runde und da für die Grundschule ausgewählte rund und gerade Formen sprechen. Because mainly handicapped people, they need some softness. Yeah. Weil Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die brauchen eher weiche Kontrahierungen in den Formen um sich herum. So here is the picture, how you can imagine change of forms in architecture. So it is connected with beauty. Und hier ist ein Beispiel, wie man die Formen, die sich wechseln, durch die Jahrzehnte, und die sind sehr stark, bringen das Schönheitsprinzip zum Ausdruck. One form goes into the other. One form changes slowly into the other. Ja. Also der eine Form metamorphosiert sich langsam in den anderen, und das hat er schon auch vorher erwähnt, das bringt gerade mal die Möglichkeit, dass das Schöne sich zeigen kann in der Architektur. During the design of that school, I was working together with people. Bei dem Entwurf dieser Schule hat er mit das Kollegium zusammengearbeitet und mit Eltern. And you see that in the very beginning, it was only material. There was no form in the beginning. Ganz am Anfang haben die nur Material zur Verfügung gehabt. And in the end of that came concrete forms. Und zum Ende des Prozesses hin kamen diese konkreten Formen, wurden herausgearbeitet. And this kind of work is called consensual design or design of agreement. Diese Art des Zusammenarbeitens nennt man Konsensarbeit, oder in Einverständnis miteinander findet man zu den Formen gemeinsam. And you see on those forms how they are movable or movement. There is a movement in those forms. Man sieht in diese Formen, dass da eine Bewegung drin enthalten ist, zum Ausdruck. And the result of that is that in the group where people like you who understand Goetheanistic art.
Und das Ergebnis davon war, dass Menschen, so wie Sie sind, die in der Gruppe gearbeitet haben, ein Verständnis von der goethianistischen Kunst bekommen haben. Because I was looking today how you were working in the morning. Er hat beobachtet, wie die unsere Seminaristen in der Früh gearbeitet haben, wenn die draußen gearbeitet haben. And you were working on the shapes which are going out and in. Und die haben dann diese Formen gearbeitet, die einerseits nach außen gehen und auch wieder nach innen. And there is also area where this what is going out meet that what is going in. Und es gab auch diesen Kunstwerk oder Skulptur, die die Seminaristen gebaut haben, war ein Bereich, wo das, was nach außen ging, traf das, was nach innen. And this is the same in architecture, that something is going in and something is going out. Das ist dasselbe Prinzip in Architektur, ist, dass man Elemente hat, die nach innen gehen und aber andere, die polar dazu sich nach außen. So if you have very good understanding in those principles, you can do organic architecture. Wenn ihr mal eine gute Verständnis von diesen Prinzipien haben, dann könnt ihr organische Architektur verwirklichen. And you can also see here, for example, that detail or that detail. Hier können Sie verschiedene Details beobachten. One form, or we can say one edge, goes into the flat area. Hier geht der eine Form oder der eine Kante, ist das metamorphosiert sich hinein in eine Fläche. In a flat area. So there is always, or there should be always, something interesting to look on architecture. Architektur sollte immer das Auge was Interessantes bieten zum Anschauen. Yeah. And about those principles, says Rolf Steiner, that if there would be something interesting on architecture to look on, it will be creating our will. Und Steiner sagt, dass wenn interessante Elemente sich zeigen in der Architektur, das erzeugt den Willen. Because he says that our will be so weak in future that architecture could be helpful to reborn our will or rebuild our will. Ja, er sagte, dass die Architektur der Zukunft eher willensschwächend sein wird von, und wir aber mit dieser Art der Architektur eher willensstärkend werden können. Architecture could be helpful in this sense. Ja, es könnte hilfreich sein, den Willen zu entwickeln in der Zukunft. So and after we make that model, I did the design of the floors and all in detail. Und nachdem dieses Modell fertig wurde, habe ich die Fußboden entworfen. Yeah. But the important is that in a very beginning should be an artistic process. Aber das Wichtigste ist, dass man am Anfang, dass es ein künstlerischer Prozess ist. And after, it can be technical process. Und danach dann kann es ein technischer Prozess werden. Because when you begin with artistic processes, it is staying inside and then it has healing features. Wenn man mit dem künstlerischen Prozess beginnt, dann bleibt es drinnen und das hat eine heilende Wirkung. This is one example of another project. Das ist ein Beispiel, ein anderes Projekt. This is an area for people with mental problems called Camp Hill. Ein Area für Menschen mit besonderen Bedürfnissen heißt Camp Hill. In Czech Republic we have one such a Camp Hill. And I did this model together with people who live there. Das ist ein Camp Hill in der
Tschechischen Republik und das hat mit Menschen, die dort wohnen, begonnen. There are some existing houses and some newly planned houses. Da gibt es einen Altbestand an Gebäuden und neue Gebäude, die dazugefügt werden. And because these people studied also healing pedagogy on Waldorf principles. Diese Leute haben schon Heilpädagogik studiert. They know that what is the healing for these people are round shapes. Weil diese Leute Heilpädagogik studiert haben, wissen die, dass die runde Formen heilende Wirkung haben. So these are newly designed buildings which have mainly soft and round shapes. Ja, das sind die neuen Gebäude, die hauptsächlich mit weich und runde Formen herzeigen. Yeah. And some of those buildings are already built and realized. Und manche dieser Gebäude sind schon gebaut und realisiert. For people with some mental problems, it is very important that they understand, for example, where is the main entrance into the house, that they can orient very well. Er sagt, das ist für Leute mit einem geringen Reflexionsvermögen wichtig, dass sie mal den Eingangsbereich erkennen. Das ist für die anderen auch wichtig. Yeah. So for this project you see that those staircases, those entrances are very well visible. Also man sieht, dass hier die Eingänge sehr gut sichtbar sind eindeutig mal zu erkennen. They wanted to have also a little chapel in the middle of the areal. Die wollten auch eine kleine Kirche mitten im Areal haben. And all these models or these details were done in about 3 days. Und all diese Modelle und diese Details wurden in etwa in 3 Tagen hergestellt. And here you can see on those details how could metamorphose of forms could look like in reality. Und hier können Sie sehen, wie die Metamorphosen der Formen in Realität ausschauen können. That one shape goes slowly in another form. Eine Form wächst langsam in der nächsten hinein. And for example, that size of the shape goes with the direction of staircase. Und diese Form, das geht mit dem Aufstieg. It's a little bit helping you uplift it or lead you upstairs. Yeah, so the form gibt dann Geleit hinauf. Here is the same principle. Hier ist in seinem Prinzip. So I would like to say that this is very helpful to work with plastiline or with clay in the very beginning to do these models. Hier ist es sehr hilfreich, wenn man mit Plastilin oder mit Ton arbeitet. And here on this detail, you can see another principle of organic architecture. Hier können wir nochmal ein Prinzip von organischen Architektur beobachten. That you can understand that the heaviness of the roof is pushing to the wall. So kann man verstehen, dass die Schwere des Daches mal unterdrückt auf der Mauer wird. So here we can speak about the truth in architecture. Hier kann man über die Wahrheit der Architektur Prinzip sprechen. Because those forces of heaviness are truthfully seen in forms. Yeah, that this heaviness or these forces of the roof, you can truthfully see in forms. The heaviness creates a form. Yeah. Truthfully. Yeah.
die Schwere des Daches, das drückt sich aus in der Wahrheitsform, die dann sich ergibt. Yeah, it is pushing down one side. Es drückt sich runter auf die eine Seite. And from inside, it is lifting up. Und von der Innenseite so, es drückt nach oben. And it is meeting on the edge between roof and wall. Und es trifft sich dort an der Kante zwischen Dach und Mauer. So there, for example, in that Camp Hill areal were some entrance doors with round shapes. So das sind Eingangstüren zu Camp Hill mit runden Formen. And everything what was inside was also as round as possible. Und alles, was drinnen war, war auch als rund, also so rund wie möglich gehalten. And for example, in the furniture design here, beim Möbel Design, you can see that one round form is above. Man kann sehen, dass eine runde Form oben ist. Which is this gesture we spoke about. This calm gesture. Yeah. And this is ein kalminierende Geste. Mm-hmm. And a beruhigende Geste. And here, down, you see also a shape. Hier unten sehen Sie einen anderen Form. And this shape is a little bit uplifting us from the heaviness of the gravity of the earth. And this is from in the light. Because you know our shape of our Fuß. Yeah. It is a little bit gebogen, a little bit bended. The form of Fuß is there, gebogen. Because we want to go out from the gravity. Yeah, weil wir uns eigentlich aus der Schwerkraft befreien möchten. So all these forms used in furniture design or architecture are helpful to uplift us. All diese Formen, die verwendet werden in Architektur oder in Möbeldesign, die geben eher das Gefühl der Leichtigkeit, bringen das Gefühl der Leichtigkeit. Mm-hmm. And in the Camp Hill design, all these details create the style of the areal or of the building. In das Campiergebäude, all diese Formen zeichnen der Mode des Ganzen aus. Is in German language also a word still or style? Yeah. Still. So you see that this still is created mainly by very, very round corners and shapes. Ja, man sieht, dass hier der Stil definiert ist durch diese runde Form. Also some doors inside. Auch die Türen und die Innenseite. And because in that place, those mentally ill people have very often bad mood. They are like tired, or how to say it? Yeah. In a bad mood. Es gibt oft so, dass uns die Betreuten in so einer Einrichtung eher mal müde und. Mm. That's why I was using some warm colors. Das ist der Grund, warum man so die warme Farben verwendet hat. Like yellow or red color. Also because sometimes they are a little bit aggressive, I was using in some parts of the areal blue color. Yeah. Weil sie manchmal auch aggressiv sind, hat auch die blaue Farben verwendet. And in the very beginning of construction of that areal, they were also grounding one foundation stone there. Und ganz am Anfang haben sie auch mal so einen Grundstein gelegt. And here is another example of the house for mentally ill people.
Hier ist noch ein Beispiel von einem Haus für Menschen mit Behinderung. But this is another example of a little bit different forms, which are more straight, more rectangular. Dieses Beispiel des Hauses für Leute mit Behinderung hat eher mal gerade und viereckige Formen. Because in that house, which I designed, are living people which are more self-able. Weil in diesem Gebäude wohnen eher selbstständige Menschen. And from those forms, they are helping them to awake a little bit. Diese Formen, diese rechteckige Formen, sprechen die eher an und zum Aufwachen im Denken. So it depends on the level of mental illness. So die Formen, die verwendet wurden, hängen sehr stark mit der Grad der Behinderung zusammen. So it means sometimes we need more softness, sometimes we need a little bit straight forms. Manchmal braucht man mehr weiche Formen und in anderen Fällen braucht man dann eher gerade Formen. So we really have to observe what we need for our patients. Dann müssen wir doch schauen, was braucht die Betreuten, die dann in den Gebäude wohnen werden, so, was der Architektur das entspricht, was die benötigen. And because basically we need more in our time, more round shapes. Grundsätzlich in unserer Zeit brauchen wir mehr runde Formen. I would like to show you one example of the creative process of the doors, which has more round shapes. Da möchte ich mal der Prozess, der Entwerfungsprozess, die Tür, der mehr runde Formen hat, möchte ich hier zeigen. So it was the process with one family. They created that model together with me. Da ist eine Familie involviert, die diesen Prozess mit ihm durchgegangen sind. They are very connected with Ghetanistic art. Und die sind sehr verbunden mit der Ghetanistischen Kunst. And they wanted to have their interior more soft, more round. Und die wollten deren Innenraum mehr weich und runde Formen. So after we made the design, dann nachdem wir das entworfen haben, I invited one man who produce it. This is the man who he will be doing it, producing in the workshop. Hier ist der Mann, der das dann auch umgesetzt hat. And because for him it was quite difficult to imagine how to make it. Und es war für ihn ziemlich schwer, sich vorzustellen, wie das hergestellt werden soll. I take him in the creative process. Und dann nehmen wir in den Prozess hinein. And I make together with him from the clay some details. Und hat so manche Details mit ihm im Ton hergestellt. So then he can easily imagine how it can be produced. So dass er leicht vorstellen konnte, wie es mal hergestellt werden kann. So it means that in those sometimes difficult shapes, we need conscious help of the producer. Das heißt, für diese schwierige Formen brauchen wir mal ganz bewusste Hilfeleistungen von derjenigen, der sie entwirft. Yeah. That's why then he did this. He produced it. Das hat er produziert. Because he was doing it from the clay a little bit together with me. Yeah. Weil er vorher das im Ton hergestellt hat, konnte er nachher diese Formen im Holz. So you see how he was able to make some details on the frame of the doors. So man kann sehen hier, wie er mal Details von dem Rahmen der Türen hergestellt hat. So it is also in architecture or in mebel design that the edge goes into the flat area. So das ist jetzt auch hier zu sehen in der Möbel Herstellung, dass man der Kante verschwindet in die Fläche hinein. And this is the place where our soul is very much supported. Und hier ist der
Bereich, wo die Seele des Menschen hier starke Unterstützung erfährt. Because we want to see how is it? Is there an edge or is it a flat? Yeah. Weil wir da wollen, wir sind wir interessiert zu sehen, ist es eine Kante oder ist es flach? Yeah. And there is usually there is a shadow, or how is it? Shadow, which is releasing and coming and releasing and coming. Yeah. Und hier sieht man einen Schattenbereich, der mal freisetzt und wieder zurückkommt. So you see how he was very concentrated to make it exact. Man sieht hier, wie er so sehr konzentriert am Arbeiten ist, um es genau hinzubekommen. And this is the result. Und das ist das Ergebnis. So there are some details here. Details. And in the very beginning was clay work with the family. Und ganz zu Anfang, da hat man das in Tonarbeit mit der Familie hergestellt. But I have chosen this as an example that it goes, for example, with this areal. It brings softness. Ja. Er hat dieses Beispiel hergenommen, weil das das blendet mit den Umgebung zusammen in diese weichen Konturen. There are also details like this handle. Und hier sind Details von einem Türgriff zu sehen. There is one woodworking producer in Czech Republic. And we developed that handle together. There's a Holzproduzent in the Czech Republic, and they have this Türgriff zusammen entworfen. When he was developing this handle, I was saying him, here, this edge, make a little bit down. This is a correction during the process. Hier zeigt er eine Korrektur, die hineingeführt wurde während des Prozesses, dass diese Kante And you know when you were today modeling that you need sometimes very exact change of the form, that it is beautiful. That we need to be quite exact when we are doing those forms. Ja, diese Formen müssen ganz genau geführt werden, dass die Schönheit zum Ausdruck gebracht wird. And this is the detail of the table from the same family. This is ein Detail von einem Tisch von derselben Familie. And here you can see which tool was the producer using. Und hier kann man diesen Werkzeug sehen. Der It's like a small hobble or plank. Yeah, hobble. Yeah. Ein Hobel wird verwendet da. So here is the detail. That's the detail. This is here, this edge. Dann sieht man diese Kante. So from the big picture, from the big architecture, you can go also in detail. Von der vom großen Bild, von der großen Architektur kann man auch so in einem kleinen Detail diese Prinzipien verfolgen. So another principle which I would like to mention is etwas, something what is good, the good. Noch ein Prinzip, das ich gerne erwähnen möchte, ist das Prinzip, worin das Gute zum Ausdruck kommt. And this good is created mainly in architecture, mainly by different proportions. Und das Gute kommt in der Architektur durch die verschiedenen Proportionen zum Ausdruck. Because proportions, they are helpful to improve acoustic of spaces. Die Proportionen sind hilfreich, um die Akustik in Räume herzustellen. Because when we take care about other people, or if we educate other people, weil wenn wir andere Menschen erziehen wollen, we need a very good acoustic for our speaking.
Wir brauchen eine sehr gut funktionierende Akustik. And what is not helpful for us is echo, for example. Ja, nicht hilfreich ist zum Beispiel, wenn ein Raum ein Echo hat. We need some softness in the room. Wir brauchen eine Weichheit in der Raum. And the proportions of the room are helpful for that. Und die Proportionen in dem Raum, die dienen diese Weichheit. They create the good. Die bringen das Gute her. And one of the very helpful proportion is quint proportion. Und eine von den sehr hilfreichen Proportionen ist der Quint. And this is the scale 2, 2, 3. Das ist der Proportion 2 zu 3, das ist der goldene Schnitt. And here on the edge between the ceiling and the wall, you can see some diagonal shape here. Hier auf der Decke kann man so diagonale Formen sehen. So this is the wall. This is the ceiling. Die Decke. Okay. And the proportion of quinta is in the okay. in the corner. So here is 2, 1, 2, and here is 3. Okay. So hier, das haben wir jetzt mal die Proportionen. Das ist der 2 zu 3. Diese Proportionen, die da zum Ausdruck gebracht werden. And here is the ceiling going like that. Und that is the ceiling. Das ist die Decke. Man sieht es hier im Bild. Da, diese Schräge, die da eingezogen ist in diese Proportion eingezogen. So all this diagonal shape is always in this angle. Also die ganze diagonale Form ist in diese Winkel. Danke. Here in the middle, it is a little bit smaller, but always the same angle. Okay. Because here is 3, and here is 2. Also diese Proportionen werden beibehalten, auch wenn der Decke sich verkleinert in der Ecke hinein, diese Proportionen wird beibehalten, 2 zu 3. And this form, this angle, is very, very helpful for the good acoustic of the room. Diese Form, diese und Winkel, sind sehr hilfreich für die Akustik in den Raum. It is not only reducing the echo. Nicht nur vermindert es den Echo. But it is also creating such a acoustic. Aber es stellt so eine Akustik her. That in education or in schools, it helps to bring our heartbeats and breathing rhythm into proportion 1 to 4. Okay. Also das wirkt so auf der zuhörende Kind oder in der Erziehung, dass es mal eine Proportion der Schlag des Herzens zu unserer Atmung da in ein Equilibrium bringt. Equilibrium, yes. We atmen once and our heartbeat circa 4 times. Wir atmen einmal und der Herzschlag ist 4-mal dazu. So it is the stage of mind when the child listens the teacher with open eyes and with open ears. So this is the Situation, when ein Kind mit offenen Augen und offenen Ohren sich den Lehrer zuhört. So it is very helpful, for example, with storytelling and with lectures. So das ist sehr hilfreich, unterstützend, wenn man Geschichten erzählt oder Vorträge hält, wenn man diese Formen in den Raum hat. So we say that, for example, that proportion create the good. So diese Proportion, da kann man sagen, das unterstützt das Gute. In inside or outside in architecture. Im Innenraum, aber auch im Außenraum. So here you can see that in detail a little bit. No.
Hier können Sie das in Details sehen. So this is in existing house in Prague, one kindergarten. Das ist ein Haus, ein Kindergartenhaus in Prag. So you can do it in mostly every room, like an additional shape. Yeah. Man kann das verwirklichen in fast alle Räume. And those proportions you can use also in the ground floor shapes here. Und diese Proportionen kann man auch in den Boden. So this is the ground floor shape of the classroom. In the Boden form, this is the corner. So where the size of two is here. Hier wieder hat man zwei im Verhältnis zu. And here is the size, the length of string. Hier hat man wieder mal diese Quint Verhältnis von Proportion 2 zu 3. Similar. And when the teacher is here standing and speaking that direction, und der Lehrer da vorne steht und in diese Richtung spricht, those longer sides of the room are helping to bring the noise, the sound, back to the children. Diese Formen wirken unterstützen, um den die Stimme des Lehrers zurückzubringen zu den Kindern. So when the child is sitting here, it is not only frontal speaking. They get part of the speaking from behind. Also wir bekommen die Sprache nicht nur von vorne, sondern kriegen es auch reflektiert durch diesen Form von hinten. It is also in that room, in that sound. You see that those this shape of both walls is a little bit close. It's very helpful. Ja, man kann es auch hier in diesem Raum erleben. Sie haben es jetzt auch gemerkt, gell? So this is the plan of new school in one city in Czech Republic. Das ist eine neue Schule in Czech Republic. And here I would like to mention a little bit of healing features of different curves. Hier möchte ich mal über die heilende Wirkung von bestimmten Linien und Kurven erklären. Because it is also connected with the good. Das ist auch verbunden mit das Gute. So one of the very healing curves is Cassinische curve. Ja, eine von den ganz heilenden Kurven ist die Cassinische Kurve. And about the different curves, says Rudolf Steiner. Und über die verschiedenen Kurven sagt Rudolf Steiner. That there are curves which has healing forces behind. Ja, es gibt Kurven, die eine heilende Wirkung haben. Which are created or based on two points. Und die sind not from one yeah, middle. Die sind kreiert von zwei Punkten her. How are called these two points or one point in geometric focuses? Two focuses. That all curves which are created from two focuses have healing features. Alle Kurven, die auf zwei Fokuspunkte hinaus sich entwickelt haben, haben heilende Kräfte. And the Cassinische curve is one of them. Und die Cassinische Kurve ist eine von denen. So here is the construction of the Cassinische curve. Hier ist die Konstruktion der Cassinische Kurve. And this is, for example, the form how it can look like when it is produced. Ja, und so sieht es aus, wenn es produziert wird. And the group of those curves is, for example, Cassinische curve. Ja, die erste von dieser Gruppe ist die Cassinische Kurve. Then ellipse. Then the ellipse. Then it is a hyperbole. Hyperbole. Parabole. Parabole. And asteroid. Ah.
Ich glaube, die heißen auch so im Deutschen. Ja. Ja. You know how look like astrate? Ne, zeig mal. It is when you have a circle and one quarter you make small circle, okay? And you are turning that circle from inside round. And here is one point which is moving around. Okay. And it makes such a shape. Also, so man hat jetzt das gesehen, glaube ich, was da unter Asteroid Form zu verstehen ist. This is not part of the circle. It's a special curve, yeah, which is very soft. Das ist nicht ein Teil des Kreises, das ist eine ganz spezielle Form, der sehr weich ist. If I would take all these parts and make a shape of it. All diese Teile nehmen würden und diese Form herstellen würden. It is very similar to ellipse, but it is not ellipse. Ah, es wäre sehr similar zu einer Ellipse, aber es ist nicht der Ellipse. So it is one of those shapes. Yeah. It's very helpful for our ether body and our astral body. Eine von den Formen, die sehr unterstützend sind für den Ätherleib und das Astralleib. So here are, for example, some parts made of combination of those forms. This is a Cassinische curve, and this is a combination of asteroid here and Cassinische curve here. Ja, im ersten Instanz sieht man der Cassinische Kurve und im zweiten Instanz, die angezeigt wurde, sieht man eine Kombination zwischen Asteroid und Cassinische Kurve. And all those forms used Rudolf Steiner in construction of first Gerdan very often. Und all diese Formen hat Rudolf Steiner verwendet beim ersten Gerdan sehr oft. So you see, for example, here is a Cassinische curve and asteroid here. Also Cassinische verbunden mit einer asteroide Kurve. Because he was saying that our future will need these forms. Er sagte, unsere Zukunft wird diese Formen brauchen. Because our etheric body is going to be stuck. It's very, very not movement. Ja. Weil unser ätherischer Leib in der Zukunft sehr verhärtet und unbeweglich sein würde. Würden wir diese Formen brauchen. And here you can see a few examples how I was using those forms in some constructions. Und hier kann man ein paar Beispiele sehen, wie diese Formen benutzt würden in verschiedenen Konstruktionen. This is, for example, one farmhouse and one milk factory in Czech Republic. Das ist ein Farmhaus und eine Milchproduktionsstätte in der Tschechien. It's a biodynamic farmhouse and this is a small milk factory. Es ist eine biodynamische Landwirtschaft und dort ist eine kleine Milchproduktion. And on those windows were used those forms I'm speaking about. Und dort in die, bei den Fenstern sieht man die Verwendung dieser Formen, der Cassinische und Asteroide Formen, von denen wir gesprochen haben. And what is also very helpful in the process of creating healing architecture are some artistic processes. Und was auch so eine heilende Wirkung hat in Architektur sind solche künstlerische Reliefs. For example, in that case, we meet with the client. In diesem Beispiel treffen wir mit dem Klienten. And we say, let's do some artistic work connected with the forces which are inside cheese, inside yogurt. Okay.
Die haben einen künstlerischen Prozess eingeleitet, um die Kräfte, die innerhalb des Käse mal vorhanden sind, zum Ausdruck zu bringen. And from this came that relief. Because it is a milk factory. This is ein Milchfactory, eine Milchproduktionsstätte, und aus dem heraus kamen diese Formen entwickelt. And about architecture, says Rothsteiner, that walls should become speaking to us in the future. Ja, Steiner hat gesagt, dass die Wände zu uns sprechen sollen in der Zukunft. And what is very important in architecture, connected with the truth. Und was sehr wichtig ist in Architektur und der verbunden ist mit der Wahrheit. That we should recognize what is the main and what is the not so important. Dass wir erkennen sollten in der Architektur, die Form der Architektur, erkennen, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. For example, we see, here is a big window. Da sehen wir mal so ein großes Fenster zum Beispiel. And the form is created so that those two windows are together. They make a group. They are together. Und so sieht man, dass diese zwei Fenster mal zusammengehören. Die so it is the truth. It is the truth. There is one room. We recognize what is inside. Ja. Die Wahrheit ist, dass dahinter einen Raum ist. So that's inside. Das ist drinnen. And this is the ground floor where they produce butter and cheese and yogurt. Das ist der Parterre, wo man Butter und Käse. It is more let's say industrial part, more practical part. Das ist ja die industrielle Abteilung. And for our soul, in our, let's say, when we are working somewhere, our soul need also some support of eating. Unsere Seele braucht auch Unterstützung. It means we were using here different nice warm colors in the interior. Für diejenigen, die da beschäftigt sind, haben die immer diese schöne warme Farben verwendet, dass sie mal auch. Because of course we need technique. We need some technical things. Man braucht auch natürlich die Technik. And on another side, we can support the atmosphere with some nice looking shapes and colors. Auf der anderen Seite kann man mal die Atmosphäre so unterstützen durch die schönen Formen und Farben. So one room is a little bit more yellow, another room is a little bit more red. Ein Raum ist ein bisschen mehr gelb gehalten und der andere ein schönen rot. And there are some shapes like that one or that one, which are like open to the spirit. Yeah. Und die Formen, die haben eher eine Geste, eine Öffnung zum Geist hin. You see those little details? Create the form which is open to the sky. Yeah. So diese schöne Schalenformen sind geöffnet zum Himmel. And some details of the main entrance door of the milk factory. Und manche Details von der Haupteingang zu dieser Milchproduktionsstätte. Okay, so I would like to end with this. So because we mentioned the beauty, the good, and the truth. Ja, ich möchte damit beenden, dass er mal von das Gute, das Schöne und der Wahrheit spricht. So I thank you for your conscious listening. Ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. And I would like to, for the next, let's say, few minutes, invite here Susanne Brunner. Can you please here come? During last 2 days, we were working together. We were creating that little model of kindergarten. Ja, er lädt Susanne ein und erzählt, dass gerade in den letzten 2 Tagen, die zusammengearbeitet haben an diesem kleinen Modell,
And this is what I'm Zukunftsprojekt. Maybe you can stand up and come closer. Can we make a light? Yes. I would like to ask kindly Susanne to describe a little bit the process. I will put it on the table. Because on that model, on that process, you can really feel what is behind. In diesem Modell man kann spüren, was dahinter steht. So the most, if somebody of you have few questions, I am here and I can answer you. So I want to say something. Yes, please. I thank you a lot because I know that our wonderful future has started behind us long ago. I'm very surprised also that you work together, make models. This fascinates me very strong because this is creativity together and what comes out. You can tell it in German language. Okay, I saw you. Es fasziniert mich sehr, vor allem die Zusammenarbeit. Ich liebe rund. Ich bin auch ein Kind in eckiger Wohnung geboren. Ich träume von Zelten, Hängehäusern und sowas. Ich bin sehr fasziniert, wirklich. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es in Österreich bald viele Siedlungen gibt, auch weltweit. In dieser Art. Das ist ein Herzenswunsch von mir, weil das ist Leben. Und ein Haus ist zum Leben. Und nicht nur eckig und funktionsfähig und tüchtig und das war's. Und dann sitzt man daheim und dann kommt man drauf, ui je, das ist nichts für einen Ruhestuhl und das ist doch nichts und das ist doch nichts. Gut. Das war früher. Danke vielmals.